So könnte es aussehen, sollten die EU-Empfehlungen Wirklichkeit werden. Eine Art Raucherpolizei, die verschärfte Verbote überwacht, womöglich sogar an öffentlichen Orten im Freien. Und die Überwachung soll noch viel weiter gehen. Auch die Bevölkerung soll überwachen, wo immer es geht. Ein Aufruf zum Denunzieren? Die EU empfiehlt wörtlich eine kostenlose Telefonhotline für Beschwerden, um die Öffentlichkeit zur Meldung von Verstößen zu ermutigen. In ihren Anti-Rauch-Regularien würde die EU gerne jede Person ermächtigen, tätig zu werden. Jeder Bürger soll sich an dieser Operation insofern beteiligen, als er diese Leute denunziert. Ja? Also, Sie müssen sich das mal vorstellen, gibt es nur in totalitären Regimen so etwas. Das ist ja Wahnsinn. Der berühmte Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist eigentlich ein Europafreund. Selten tritt er im Fernsehen auf. Uns gibt er ein exklusives Interview zur EU-Regulierungswut und den aktuellen Empfehlungen. 80% unserer Gesetze werden heute schon in Brüssel gemacht und nicht mehr in unserem Parlament. Und sie wollen erreichen, dass Leute an den Pranger gestellt werden, die rauchen. Sie sollen öffentlich dargestellt werden als eine Art Verbrecher. Tatsächlich ist in den EU-Empfehlungen auch die Rede von einer Art Schauprozess für prominente Raucher. Zitat: Wenn festgestellt wird, dass sich prominente Personen bewusst über die Rechtsvorschriften hinweggesetzt haben, können die Behörden ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen, indem sie mit rigorosen und zügigen Maßnahmen reagieren und dabei die größtmögliche öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Es geht wörtlich um eine aufsehenerregende Strafverfolgung. Hier geht es längst nicht mehr um Nichtraucherschutz, es geht längst nicht mehr um den Schutz von Passivrauchern, sondern das ist schon militanter Regulierungseifer. Ein Regulierungseifer, für den tausende gut bezahlte Brüsseler Bürokraten und Politiker verantwortlich sind. Mit unzähligen Seiten Papier voller Regelungen und Gesetze haben sie Europa bereits beglückt. Neben vielen sinnvollen Gesetzen, die zur Erfolgsgeschichte der Europäischen Gemeinschaft beigetragen haben, gibt es aber leider auch fragwürdige Regulierungswut. Wir kennen ja die Bananenverordnungen, wir kennen die Kondomverordnungen, wir kennen tausend Sachen. Und das bedeutet natürlich auch eine Entmündigung. Also das heißt, die Institutionen in Brüssel wissen besser, was gut für uns ist, als wir selber. Und sie maßen sich auch moralische Kompetenzen an. Das heißt, sie wollen uns ja bessern. Also wir verwandeln unseren Kontinent ein bisschen in eine Besserungsanstalt. Und deren Gesetze haben meistens hier ihren Ursprung, in der EU-Kommission. So auch die umstrittenen Anti-Rauch-Empfehlungen. Noch sind es nur Empfehlungen. Noch rauchen auch Mitarbeiter der EU-Kommission entspannt vor dem Brüsseler Hauptquartier. Doch die Kommission ist nicht allein verantwortlich. Gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist das Ratsgebäude aller Mitgliedstaaten. Und wie so oft haben die zugestimmt, so auch bei den umstrittenen Empfehlungen. Die hat für Deutschland Gesundheitsminister Philipp Rösler durchwinken lassen. Der FDP-Politiker Hand in Hand mit den Brüsseler Bürokraten. Zurück zu Hause? Davon kein Wort. Stattdessen gibt er den Kämpfer gegen Bürokratie. Aber stellt sich die Frage, wie kann ein System denn funktionieren mit weniger Bürokratie? Wir müssen, meine Damen und Herren, Schluss machen mit der um sich greifenden Kontrollitis. Wir brauchen endlich wieder eine Kultur des Vertrauens. Schluss mit Kontrollitis? In den von Minister Rösler mit abgesegneten Empfehlungen ist wörtlich die Rede von unangekündigten Kontrollen als Reaktion auf eine Beschwerde. Sowie dem Einsatz von Inspektoren oder Durchsetzungsbeauftragten. Und das könnte dann womöglich so aussehen. Guten Tag, Raucherkontrolle, sind Sie Frau? Ein Interview zu diesen EU-Empfehlungen will uns Gesundheitsminister Rösler nicht geben. Kein Wunder, die gesamte FDP-Fraktion im Europäischen Parlament ist gegen die umstrittenen Empfehlungen für eine rauchfreie Umgebung. Schwarze Peter zuschieben nach Brüssel stimmt manchmal, aber in der Regel muss man eben ganz deutlich sagen, jede Entscheidung, die in Brüssel getroffen wird, wird ja von den Mitgliedstaaten
mitgetragen oder eben nicht mitgetragen. Da ist stärkere Einmischung gefragt. Unsere nationalen Regierungen, die machen natürlich da auch ganz gerne mit. Da können sie, was sie zu Hause nicht durchsetzen können in ihrem Parlament, können sie auf Brüssel abschieben. Wir lesen gerne noch einmal nach. Sofern möglich, wird der Einsatz von Inspektoren oder Durchsetzungsbeauftragten auf lokaler Ebene empfohlen. Empfehlung heißt es bereits auf Seite 1 und zwar auf Vorschlag der Kommission. Also nochmal. Das sind nur Beispiele und die sollen zur Inspiration von, die können da benutzt werden oder nicht. Wenn Sie im Verfahren als Politiker, als politische Instanz nach dem Prinzip Augen zu und durch, das ist kein produktiver Weg. Und letzten Endes gefährden Sie Ihr eigenes Projekt damit. Ich meine, im Ganzen ist das ja eine Erfolgsgeschichte, die Europäische Einigung. Nur, sie hat einen starken Defekt. Und ich sehe da schwarz, wenn das so weitergeht, glaube ich, dass das an die Wand gefahren wird. Ich meine, es ist doch eine Tatsache, dass das zwar eine Erfolgsgeschichte ist, aber dass niemand die Brüsseler Institutionen leiden kann. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt denn das? Die Antwort ist ganz einfach. Das liegt an der politischen Enteignung der europäischen Bürger. Man spricht ja seit 30 Jahren von dem sogenannten demokratischen Defizit der Europäischen Union und tut so, als wenn das ein Schönheitsfehler wäre, aber ich meine, es ist im Grunde die Geschäftsgrundlage der ganzen Operation. Das heißt, das ist in dem Sinn keine demokratische Regierung, weil man sie nicht abwählen kann. Und alle Fehler, die da gemacht werden können, haben hier ihren Grund. Es gibt ja nichts, wofür sich diese europäischen Institutionen nicht zuständig hielten. Sie halten sich für alles zuständig. Sie greifen in unser Alltagsleben ein. Wir haben es mit einer Vormundschaft zu tun, die in alle Bereiche des Lebens eingreift und nicht mehr kontrollierbar ist von den Wählern. Das ist eine typische Erscheinung hier. Das ist nicht nur wo man am Arbeitsplatz geraucht werden, in Behörden, in Krankenhäusern und weiter, in Gaststätten, alles schon durchgesetzt. Jetzt wollen sie aber auch im Freien das durchsetzen. Und sie wollen erreichen, dass Leute an den Pranger gestellt werden, die rauchen. Die sollen öffentlich dargestellt werden als eine Art Verbrecher. Ja? Das kann nicht geduldet werden. Und nicht nur werden da eigene Inspektoren sollen da ausgesandt werden, also Raucherpolizisten, sondern jeder Bürger soll sich an dieser Operation insofern beteiligen, als er diese Leute denunziert. Ja? Also Sie müssen sich das mal vorstellen, das gibt es nur in totalitären Regimen so etwas. Das ist ja Wahnsinn. Und dazu gehört auch der daraus folgende, sagen wir mal, Autismus. Also das heißt, die Unfähigkeit zuzuhören. Das interessiert die ja gar nicht, was wir denken. Das wollen die ja gar nicht hören. Also das ist auch, das ist systembedingt. Natürlich, ich sage ja nicht, dass das böse Menschen sind. Es ist systembedingt. Wenn in einem solchen System muss das kommen. Wenn die demokratische Kontrolle fehlt, entstehen diese Sachen da. Ja? Und das bedeutet natürlich auch eine Entmündigung. Also das heißt, diese Europäer werden als ein unmündiges Volk betrachtet, von denen es am besten ist, wenn sie gar nicht mitreden. Denn die Institutionen in Brüssel wissen besser, was gut für uns ist, als wir selber. Und sie maßen sich auch moralische Kompetenzen an. Das heißt, sie wollen uns ja bessern. Also wir verwandeln unseren Kontinent ein bisschen in eine Besserungsanstalt. Es ist, wie gesagt, nur ein Vorschlag, aber so wie diese Dinge passieren, werden die einfach durchgewinkt. Das muss man schon befürchten, es ist nahe dran. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, Sie haben die großen Linien schon gezeichnet, ja? Demokratiedefizit, die institutionellen Probleme. Wer denkt sich sowas aus? Wie kommt man eigentlich dazu, dann letztendlich auch in so einen Sprachduktus zu verfallen? Das ist ganz klar, das ist doch der Traum eines Politikers. Das Ganze ist doch der Traum eines Politikers, dass ihm die Leute nicht mehr reinreden. Das ist der tiefste Wunsch eines Politikers. Das ist ja lästig, Wähler. Das ist ja lästig. Volk ist lästig, stört nur. Und deswegen wird sich daran
also von innen aus, von innen her gesehen, kann sich daran nie etwas ändern. Können Sie noch ein paar Beispiele nennen, wo man es dann sozusagen im Alltag sieht, diese Regulierungswut? Ja, da gibt es zum Beispiel Bananenverordnungen, wir kennen die Kondomverordnungen, wir kennen tausend Sachen, ja, die Schriften, was alles auf den Etiketten sein muss, ja. Jetzt, mit dem Tabak ist ja nur der Anfang. Wir werden ja dauernd, wir sollen ja alle besser werden. Also das heißt zum Beispiel, ich darf nicht dick sein. Natürlich, das wird auch verboten werden, denn mit dem Tabak hat es angefangen, mit dem Alkohol geht es weiter, dann kommt der Zucker dran, dann kommt das Fett dran und so geht das immer weiter. Verstehen Sie? Das ist die Allzuständigkeit. Und dazu gehört auch die Komplizität unserer nationalen Regierungen. Die machen natürlich da auch ganz gerne mit. Dann können Sie, was Sie zu Hause nicht durchsetzen können in Ihrem Parlament, können Sie auf Brüssel abschieben. Ja, Sie sagen, wir haben uns leider da nicht durchsetzen können. Die Direktive liegt vor. Es ist auch eine Art vorauseilender Gehorsam. Ich kann ja nichts dafür. Das ist Brüssel entscheidet das. Worauf das Ganze hinausläuft, ich nenne das die politische Enteignung der Bürger Europas. Warum? Ja, weil sie daran gewöhnt werden. Oder wenn sie sich nicht dagegen wehren. Wenn sie daran gewöhnt, wie in einem Altersheim der Betreuung ausgeliefert zu sein, die von diesen Institutionen ausgehen. Es ist in Europa wahrscheinlich, gibt es Millionen von Leuten, die nicht alles mit sich machen lassen. Das heißt, langfristig bin ich irgendwie zugleich Pessimist und Optimist. Pessimist in dem Sinn, dass ich glaube ich nicht, dass es so weitergehen kann. Optimist in dem Sinn, dass ich glaube, dass irgendwann den Leuten es einfach reicht. Und wenn es genügend Leuten reicht, ein Helmut Schmidt macht das ja nicht, aber wenn es immer mehr Leuten reicht, ich meine jetzt nicht das Rauchen, ich meine die ganze Bevormundung, dann bröckelt es im Gebälk. Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass man davon nichts hört und da muss man schon sagen, erkennt man eine Gleichschaltung der Medien dabei. Das kann ja nicht so von ungefähr sein, dass eine so wichtige Sache völlig unter den Tisch fällt. Eurogen4, die Europäische Gendarmerie Force, die existiert ja noch nicht lange, ist 2003 eigentlich erst einmal vorgeschlagen worden von französischer Seite und wurde dann, es gab zwar schon eine erste Übung 2005 und dann 2006 war das Ganze auch umgesetzt. Seitdem existiert diese paramilitärische Geheimtruppe, die im Prinzip in der Lage ist oder in die Lage versetzt wurde auch von der EU, dass sie überall eingreifen kann, wenn eben ja, im Inneren Unruhen entstehen, also natürlich in Krisenzeiten, auch gerade wenn wir von der Wirtschaftskrise sprechen, das eine kippt ja schnell ins andere über und von daher soll es natürlich laut den Statuten dann dienen, dem Schutz der Bürger, der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit. Nur zum anderen
kann es eben sehr schnell gegen die Bevölkerung gerichtet werden. Und es ist einfach so, dass man dann sich eines Tricks praktisch bedient. Dass man sagt, gut, wir können ja nicht die Armee des Landes im Prinzip gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren lassen. Also haben wir hier diese Spezialtruppe und die kann das dann übernehmen. Und dann natürlich ist es Definitionssache, sozusagen ab wann eingegriffen wird, ab wann eingeschritten wird. Ne? Das ist ja auch nicht völlig klar und das wird dann auch im Einzelfall besprochen. Und auch jetzt angesprochen Griechenland, hier sind natürlich entsprechende Auflagen jetzt dazugekommen, die vom Land erfüllt werden müssen. Die Bürger spüren das natürlich. Aber wie weit entwickelt sich das, wie geht das? Die Eurogen 4 steht sozusagen in der Reserve, die ist da, die wartet für den Ernstfall eingesetzt zu werden. Und die Legitimation hat natürlich immer der Mächtige. Ne? Ja. Und auch übrigens die Eurogen 4, ich meine, die kann natürlich dann auch, es wird dann das nationale Recht ausgehebelt, die greift einfach ein, es gilt zwar das nationale Recht weiterhin, aber sie können dann zum Beispiel eben auch nach Ermessen handeln und beispielsweise alle Gebäude, die sie besetzen, genießen Immunität, Plätze, alles immun. Und von daher also, es ist wirklich so, dass einfach das als EU-Recht sozusagen dann gilt und daran haben sich alle anderen dann zu orientieren. Musik.